Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Wir sind weiterhin unterwegs mit unserem Ballerbabe und müssen uns hier noch ein bisschen durch die Monster schnetzeln. Jetzt habe ich zwischen dem letzten Part und diesem Part fast eine Stunde verballert, weil, wie gesagt, meine Wäsche war fertig und dann hat noch der ein Bekannter von mir angerufen. Oh, und ich komme heute einfach zu nix. Ich komme zu rein gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wo funktioniert die Taste nicht oder was? Und jetzt muss ich unbedingt weitermachen, weil sonst habe ich wirklich Stress mit Folgen. Dann funktioniert nämlich gar nichts mehr. Ihr habt zwar schon gesagt, es wäre nicht so schlimm, wenn ich mal ein, zwei Tage keine Folge bringen würde, weil wenn ich keine Zeit habe und sowas alles. Aber ich weiß nicht, da habe ich einfach keine Lust zu. Ich möchte euch weiterhin mit Folgen beglücken können und mir macht es ja im Grunde auch Spaß. Vor allen Dingen kann ich im Moment so ein bisschen das Zocken so als Ausgleich benutzen für meinen ganzen Stress, den ich zurzeit habe. Das ist im Moment richtig, richtig käsig bei mir. Also dieses Wochenende ist sowieso, das letzte Wochenende war schon irgendwie so kurz, obwohl ich eigentlich 3 Tage hatte. Weil wenn ich von Frühschicht, wenn ich von Frühschicht in die Spätschicht muss auf die nächste Woche, dann habe ich ja im Grunde 3 Tage frei. Weil Frühschicht endet bei mir um 2:30 und die Spätschicht beginnt dann um 2:30, von daher hat man zu diesem Wechsel halt gute 3 Tage Zeit. Jetzt habe ich halt im Grunde nur 1,5 Tage. So, was, ach nee, das können wir gar nicht sammeln, das ist doch zu hoch für uns. Hatten wir denn jetzt die Bären schon alle gesammelt? Ja, ne? Ich glaube, das haben wir das in der letzten Folge noch fertig gekriegt? Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Ich weiß wohl, am Ende der Folge habe ich noch was eingesammelt. Aber ich weiß nicht, ob es die letzte gewesen ist. So, hier, die müssen wir noch eben wegrotzen. Nein, da wollte ich doch gar nicht. Was war das denn jetzt? Das war so nicht geplant. Da waren die dicken Wurstfinger wieder überall, nur nicht da, wo sie hin sollten. So, das haben wir soweit gemacht. Ich hoffe, dass ich in diesem Part mal nicht ganz so viel gähne. Da kündigt sich schon wieder ein Gähner an. Ich bin begeistert. Also, es ist der Wahnsinn. So, mach den mal weg. Sehr schön. Was? Der hat ja gar keinen Schaden gemacht. So, der ist hin. Komm, du bist jetzt auch fällig. Einer fehlt uns noch. Dann haben wir auch diese Quest soweit durch. Ist da hinten? Jo, da hinten, da sind noch welche. Dann können wir die mal eben kurz mitnehmen. Ich mache das jetzt einfach mal mit der 5, weil die macht ja auch ordentlich Bums. Sehr schön. Da ist er hin. Die Quest ist damit fertig. Jetzt haben wir nur noch die Einser-Quest. Stimmt, die Panther waren es. Ich erinnere mich. Davon brauchen wir noch 2 Stücke. Dann haben wir auch das geschafft. Sehr schön. Nimm mal den. Na, schade, kein ganzer... das war unnötig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit einem normalen Hit sofort stirbt. Ist aber wurscht. Wir haben ja zum Glück unbegrenzt Munition. Das wäre natürlich echt extrem, wenn wir hier jetzt noch die ganzen Schüsse nachladen müssen. Stellt euch das mal vor. Heiliges Blechle. Wie, der hat uns keine Quest gegeben? Also der hat uns die Quest nicht fertig machen lassen, oder was? Oh, falsche Richtung. Das wollte ich. So. Auch der hat uns die Quest nicht... Hä? Was wollten ihr von mir, Jungs? Jetzt haben wir die Quest fertig. Schön, wo kam der eigentlich her? Auf einmal war er vor uns. Aber gut, dass wir den trotzdem noch weggekriegt haben. So, das haben wir erfüllt. Wir gehen wieder zurück oben ins Lager. Ihr seid mir egal. Auch wenn ich den jetzt wahrscheinlich... Ja, den habe ich gepult. Der blinkt so schön auf dem Radar. Das heißt, den muss ich gleich auch noch eben wegzwiebeln. Komm mal her. Wo ist er? Wo ist er? Da, komm da. Und da haut er auch schon wieder ab. Na gut, dann brauchen wir dem doch nicht wegmachen. Geben hier schnell die Quest ab. Ich weiß gar nicht, reicht. Oh, wir haben sogar schon bald wieder Level ab, sehe ich. Ist das denn dann schon ein Level, wo man irgendwie neue Quests bekommt? Nicht neue Quests, neue Aufträge. So, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir hier noch hin.
Tatsächlich, wir kriegen dann neue Skills. Da bin ich mal gespannt, was dann dazu kommt. Ob wir wieder einen neuen Skill bekommen. Wieder eine Taste mehr. Da haben wir auch schon unser Level Up. Was will das jetzt von uns? Hier ist irgendwas. Ich sehe nichts. Mach das weg. Bestätigen. Mach doch mal den Kack da weg. Ich sehe doch nicht, was ich bestätigen soll. Ach so, neue Fertigkeiten. Ja gut, okay. Neue Fertigkeiten waren es. Die gucken wir uns mal eben an. Was haben wir denn da? Sind beides Fertigkeiten, die wir auf ein neues Level bekommen. Das heißt, habe ich den jetzt erlernt? Ja, habe ich. Und den Kernschuss, den haben wir auch. Okay, Kernschuss 3, dann gab es da schon mal nichts Neues. Ansonsten scheint es hier auch nichts Neues zu geben. Gibt es hier überhaupt irgendwann nochmal was Neues? Das sieht neu aus. Mit Level 28 können wir das erlernen. Was ist denn das? Ist das ein Roboter, den wir aufstellen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg zum nächsten Gebiet. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich hier durch. Und machen dann noch eben die zwei Quests oder was? Wie viele Quests haben wir jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal eben. Ach, tatsächlich sind ja nur zwei. Ja dann. Nicht gegen die Wand rennen. Machen wir unterwegs zum Lager die zwei Quests eben schnell. Und dann schauen wir mal, was wir da so alles neu annehmen können. So, müssen wir hier diese komischen Jockel... Ja, die müssen wir wegmachen. Die komischen Messerjockels. So, nehmen den und den. Jawohl, 10 Stück brauchen wir von denen. Da ist das Artefakt... Oh, Artefakt gedroppt. Wir haben eine neue Waffe, liebe Freunde. Wir haben eine neue Waffe. Wir rüsten uns die, glaube ich, gleich mal aus. Wir gucken mal eben. Das können wir staubig machen. Jawohl, was ist hiermit? Das ist nicht für unsere Klasse gedacht. Das ist auch nicht für unsere Klasse gedacht. Und das ist, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ist scheißegal. Weg damit. Brauchen wir nicht. So. Das ist die Waffe, die wir haben. Oh, Moment, mein Freund, lass mich mal in Frieden. Wir gucken mal uns die neue Waffe an. Bestätigen. Wieso rüstest du die sofort aus, du alte Truller? Das war so nicht geplant. Pack die Waffe erstmal bitte nochmal weg. So, das ist die wir anhaben. Wir vergleichen mal eben kurz. Die neue Waffe ist definitiv besser. Jetzt auch schon ohne aufzuleveln. Freut mich natürlich. Das heißt, wir nehmen hier erstmal unsere komischen Dinger raus. Nehmen uns die neue Waffe, die wieder ein bisschen engelisch aussieht. Englisch ist auch so ein geiles Wort. So, und da packen wir dann... Oh, da passen sogar 4 diesmal rein. Aber in die Rüstung nicht, okay. Gut, in die Rüstung passen keine 4. Jetzt will ich mal eben gucken, ob wir... Können wir die Waffe eigentlich staubig machen hier? Okay. Okay, Ordnung haben wir bekommen. Das ist schon mal super. So, jetzt war das auch scheiße, was ich da gemacht habe. Wir müssen doch die Waffe erstmal ausziehen, oder? War das nicht irgendwie so? Ah! Waffe weg. Hier rein. Damit wir dann T drücken können. Und die Waffe verbessern können. So, 4, 5. Verzaubern bitte. Weiter. Da hätten wir schon mal die nächste Stufe. Machen wir direkt weiter, so lange wie wir es können, bis uns die Materialien ausgehen. Nehmen wir sofort das Empfohlene mit 8. Gucken, auf welches Level wir drauf kommen. Ob das auch wieder bis plus 5 geht oder was. Das ist 24. Das hat auch noch funktioniert. Sehr schön. Na, da stöhnst du, weil es nicht funktioniert hat. Ja, das ist auch hervorragend. Haben wir die jetzt schon mal eine Stufe wieder höher. Und noch eine Stufe höher. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Jetzt hat die Waffe plus 7. Wir könnten bis plus 9. Ich weiß gar nicht, geht es noch höher? Ich glaube mit den Waffen nicht, ne? Die gehen, glaube ich, immer nur bis plus 9. Das waren die richtigen Waffen, die man brauchte, um auf plus Schlag mich tot zu kommen. Ist auf jeden Fall gerade schön am glitzern. So, wir gucken mal eben. Wieso wird mir denn da immer noch an... Achso, das ist das... Ja, okay. Gut, jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt für einen Bums haben.
Die letzte Waffe war ja schon gar nicht schlecht, aber jetzt sind wir ja nochmal wesentlich besser. Komm mal her. Ja, das läuft bisher noch ganz ordentlich. Da kann man sich nicht beklagen. Wir gucken mal eben hier. Dreier, nimm den mal. Oh, 9000 Schaden, geil. Hammer. So, komm her. Ich hab da was für dich. Auch du bist hinüber. Und die sind, man könnte sagen, sind schon wieder One-Hit, ne? Mit der Waffe. Jawohl, der auf jeden Fall. Freut mich. Und weiter geht's. Hier, ein Fünfer habe ich noch für dich. So macht das Leveln auf jeden Fall Spaß. One-Hits sind schön. So, dich machen wir weg. Damit haben wir den schon mal hinüber. Den machen wir auch noch. Und dann müssten wir eigentlich die Quest bald fertig haben. Mein Gott, dieser Respawn, ne? Also das ist schon fast anormal. Schön ist anders. So, hier, du nimmst den. Und damit haben wir zumindest die Quest schon mal fertig. Der ist hinüber. Haben wir jetzt beide fertig? Tatsächlich, sieht sogar so aus, als ob wir beide Quests fertig haben. Das heißt für uns einfach mal zum Lager. Da haben wir es auch schon. Und dann müssten doch, es müsste doch, wenn ich mir das noch richtig in Erinnerung habe, jetzt auch bald die nächste Quest kommen mit Bums, ne? Irgendwie so war das gewesen. So, das haben wir gemacht. Der schickt uns dann direkt weiter. Hier nehmen wir nochmal eben die Quests an. Seid gegrüßt. Weiter so. Jawohl. Weiter so wie immer. Schön euch zu sehen. Traut den Garten der Natur. So, und ich denke mal, für die nächste Waffe, die wir bekommen, also die nächsten Fragmente, die wir bekommen können, wird es ein Weilchen dauern. Da können wir auf jeden Fall erstmal ordentlich an Materialien sammeln, dass wir die dann auch direkt aufleveln können oder so. Müssen wir mal schauen. Sehr schön. Im Doppelpack tot, so mag ich das. Die machen wir auch direkt wieder im Doppelpack, denke ich mal. Jawohl. Das ist so krank. Das ist, kommt mir das eigentlich nur so vor, oder ist das allgemein so, dass der so overpowered ist? Kann das sein, dass die Arcane-Ingenieurin noch nicht wirklich gebalanced ist, was den Schaden angeht? Oder sind alle Fernkampfklassen so mächtig? Wobei, ich weiß jetzt nicht, früher gab es ja diese frühen Artefaktwaffen nicht, ne? Das könnte sein, dass das jetzt überall so ist. Oh, das wollte ich nicht. Aber trotzdem gestorben, ist ja auch nicht schlecht. Na gut. Wie schnell ich sterbe, das ist unglaublich. So, was müssen wir noch machen? Hier unten ist noch irgendwas. Was sollen wir denn da noch machen? Ah, jetzt sag mir nicht, wir sollen wieder irgendeinen Scheiß sammeln. So, die geben wir mal eben schnell ab. Was ist denn hier die Questnummer? Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, weil gerade mein Cursor da so drauf ist. Das ist die Zweier. Ist das eine 2 oder eine 7? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal eben kurz ins Log. Ach, das ist wieder hier hässliches Zeug sammeln. Leute, was ist mit euch? Ja. Ich sollte vielleicht absatteln, sonst dann funktioniert das alles auch etwas besser. So. Die müssen wir auf jeden Fall töten. Die Fasern sammeln. Die Fasern sammeln. Ich glaube, die breche ich ab, weil wie gesagt, ich habe ja letztes Mal schon auf wie nennen sie sich denn? Die Essenzen geschissen. Jetzt scheiße ich einfach auch mal auf die Fasern, weil ich habe echt keinen Bock auf dieses blöde Sammeln. Das sind die Fasern, ne? Quest abbrechen. Aufgeben. Ja. Damit haben wir die Quest soweit aufgegeben und wir können uns dann hier um diese Möpse kümmern. Die lustigen Reitermöpses. Oh, der war ausnahmsweise mal nicht mit einem One-Hit hinüber. Das ist aber ärgerlich. Der war, hat's aber geschafft. Okay, na gut. Dann hier weiter zur nächsten Gruppe. Wir machen jetzt die Gruppen der Reihe nach weg. Im Grunde sollte uns hier nichts mehr großartig aufhalten können.
Ey, lass das. Und können dann auch gleichzeitig Richtung nächstes Questgebiet gehen, beziehungsweise zum nächsten Questabgabeort. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Ding nicht sammle, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. So, der ist auch hinüber. Wir brauchen noch 4 Stück von der Sorte. Jawohl, noch 3. Dann holen wir uns den. Aber der Schuss reicht echt nicht mehr für den dicken, komischen Zwergenreiter oder was das da darstellen soll. Machen wir den noch. Und da haben wir dann auch die Quest soweit fertig. Gut, eine fehlt uns noch, das wäre die hier oben. Ach, hier haben wir wieder Bums, liebe Freunde. Da haben wir wieder Bums. Sind das auch die, die wir töten sollen? Müssen wir mal eben kurz schauen. Ja, die sollen wir töten, davon brauchen wir 2 Stück, das finde ich gut. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Da gucken wir mal, was wir jetzt gegen die neuen Bums so ausrichten können. Ob wir das auch noch problemlos schaffen oder ob es jetzt so langsam etwas schwieriger wird. Ich werde zwischen den Folgen mal eben kurz so ein Feuerchen aufstellen, wo ich dann... Habe ich das jetzt aufgestellt? Ja, habe ich aufgestellt. Wo ich dann einfach mal das da reinschmeiße. So. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bringt, aber anscheinend bringt das was Sinnvolles. Das ist ganz gut. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie es hier mit dem Ballerbabe und den Bums weitergeht, dann schaltet doch einfach in 2 Folgen, in 2 Tagen zum nächsten Part von Terra wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.